Ahoi, was geht ab, Leute, Hunger? Wir starten den Tag erstmal mit der Tagesquest. Ich habe 3 in den Kader am Start. Den Kader eigentlich ziemlich selten. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie viele ihr schon habt. Und ob ihr schon ein gutes habt. Es werden hier in München 1 bis 2 am Tag maximal gepostet. Ja, okay, ein bisschen mehr, aber 1 bis 2, die erreichbar sind. So, und das in den Kader erfüllt die anderen in den Kader-Quests. Ich habe 3 am Start. Bester Satz KP. Okay. Und weiter geht's. Okay. Schlechter als der davor. Der letzte. Wir steigern uns. Kurz IV-Check noch, bevor ich weggehe aus dem Bild. Attack und Defense 15. Shiny Bonita, direkt am Start. Sieht echt episch aus. Hartes Feuer. So, das ging schnell. Also muss erstmal drin bleiben. Und? Aber egal. Okay, wir sind wieder zurück. Ich war nur kurz was erledigen, aber ich habe sogar geschafft, einen Shiny Dragosso auch noch zu fangen. Shiny Ponita und Dragosso, check! Läuft bei mir in letzter Zeit mit den Shinies, ich kann nicht klagen. Kleine Notiz, anscheinend gibt es auch Shiny Alola Knogger. Das heißt, geht's raus und macht mal wieder ein paar Alola Knogger Raids. So, und jetzt stellt sich die Frage natürlich, wieso das Ganze? Und zwar hier, Ingress Prime ist gestern Abend gelauncht. Ihr kennt ja Ingress. Für alle, die Portale erstellen wollen mit Portalen und aus Portalen werden dann Stops möglicherweise. So kann man Stops einreichen, auch wenn die Stop-Einreiche-Funktion noch nicht in Europa erschienen ist. Ja, und das Spiel ist gestern Abend gelauncht, wie gesagt, das ist anscheinend so eine 2.0, Ingress 2.0, eine, keine Ahnung, Update, eine verbesserte Version oder sowas. Wenn Interesse besteht, können wir es ja mal testen, eine Folge davon drehen, aber regelmäßig wird das auf jeden Fall nicht kommen. Ich habe absolut kein Interesse an Ingress. Aber wir können mal reinschauen in das neue Ingress, also Ingress Prime. Für eine Folge kann man sich das schon geben, denke ich mal. Wie gesagt, falls Interesse besteht, schreibt es unten in die Kommentare. Ah ja, passend dazu, neue Boxen am Start, aber die waren jetzt nicht so der Hammer. Er hat nicht viele Leute überzeugt. Neue Shirts, die schauen wir uns gleich noch an. Und dann natürlich Shiny Ponita und Dragosso. Jetzt, wieso Shiny Ponita und Dragosso? Ganz einfach, es gibt 2 Teams, 2 Fraktionen in Ingress. Die Namen habe ich leider wieder vergessen. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe ja mal Ingress ausprobiert, ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Farbe ich genommen habe. Aber die 2 Farben sind grün und blau. Shiny Dragosso ist grün, Shiny Ponita ist blau. Also schon sehr clever gemacht von Niantic, muss ich schon sagen, echt coole Sache. Checken wir mal die Shirts ab. Das sind aber Free-to-Play-Shirts. Was heißt aber? Das sind Free-to-Play-Shirts. Und durch meine Latzhose, wie nennt man das? Sieht man das eh nicht. Aber so, nehmen wir mal das hier. Ja, das sticht oben noch heraus. Das sieht gut aus. So. Moment, eigentlich kann ich mich gleich umstylen. Halloween ist vorbei. Gengar brauche ich nicht mehr. Weg mit dir. So. Passt. Okay. Dann gab es noch eine Neuigkeit. Und zwar, die Attacke wurde bekannt gegeben. Was eigentlich keine Überraschung sein sollte. Also, es ist Lohe Kanonade. Für Tornupto, genau wie Glugak und wahrscheinlich genauso wie Logok, die bekommen wird. Das Krasse, was mich übelst geflasht hat, C-Day ist dieses Wochenende schon, Samstag. Wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß noch, C-Day, Tane C-Day, als wäre es erst gestern gewesen. Und schon dieses Wochenende ist einfach C-Day vollgegangen. Richtig krass. Wie immer, 11 bis 14 Uhr, Leute. Kommt mir jetzt nicht mit diesem, hier steht, es wird Doppelstaub und Doppel-EP geben. Zum ersten Mal ein Doppelbonus. Ich bin gespannt, was es für den nächsten Monat heißen wird. Welcher Bonus kommen wird, weil es war ja jetzt ziemlich langweilig. Man konnte immer abschätzen. Dreifach EP,
dreifach Staub und dann die Kilometerreduzierung für die Eier und dann wieder alles von vorne. Also immer nur abgewechselt zwischen den drei. Aber jetzt mit diesem Doppel-Doppel, mal schauen, was nächsten Monat kommen wird. Und mal schauen, welches Pokémon nächsten Monat kommen wird. Wir wissen ja, übernächsten Monat ist Kanimani dran. Aber dazwischen, Dezember, wir werden es sehen. Ich bin ja schon gehypt. Ich kann auf jeden Fall den Staub gebrauchen. Und Tornupta habe ich noch nicht gemaxt. Das heißt, ich habe noch ein Vollgiegel 100%. Der wird gemaxt und kriegt dann auch Lohe-Kanonade. Ich habe schon Tornupto, aber der ist nicht gemaxt. Das heißt, den werde ich dann entwickeln und maxen. Abgesehen davon gab es eine kleine Neuigkeit. Und zwar war gestern Krails am Start. Hat gestreamt und anscheinend, das ist ja der berühmte Dataminer, anscheinend ist die nächste Welle, die kommt, die Entwicklungswelle. Das heißt, die ganze Entwicklung von den Gens davor wird kommen. Ein paar Zuschauer haben mich auf die Idee gebracht. Das nächste Event, eine Theorie ist, dass das nächste Event ein Stahl-Event wird. Weil am 16.11. und wir müssen noch die Abstimmung machen, was ich mir hole. Let's go Evoli oder Pikachu. Aber am 16.11. und das sind nur noch 10 Tage, da kommt das Spiel raus oder die Spiele. Und Meltan mit diesem ganzen Hin- und Her-Tauschen, dass man Meltan bekommt. Das neue mythische Pokémon. Und Meltan ist Typ Stahl. Und passend dazu könnte ein Stahl-Event kommen, meinten die Zuschauer. Um die Zeit herum geht auch Gigantina weg. Und es gibt ein Stahl-Legendäres in Gen 4. Stahldrache. Ihr könnt euch ja denken, welches es ist. Und das wird auch perfekt dazu passen. Also zwei Indizien Richtung Stahl. Also Stahl-Event kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten, das war's von mir wieder. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.